Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich bin im Bahnhof unterwegs. Ich versuche zu einem Ende zu kommen in diesem Spiel, denn es warten andere Dinge auf mich. Deswegen gebe ich ein bisschen Gas. Und es fühlt sich vielleicht ein bisschen gerusht an für den einen oder anderen. Und ich habe es mir einfach gemacht beim letzten großen Gegner. Aber wisst ihr was? Egal. Das mit dem Säuregedöns war mir zu blöd. Vielleicht beim nächsten Gegner nochmal ordentlich kämpfen. Vielleicht kämpfe ich beim nächsten Gegner ja nochmal ordentlich. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich wieder an meinen Ergo komme. Und dann müsste da vorne ja auch eigentlich schon irgendwo der nächste Stargazer kommen. Diesmal killen wir euch einzeln. Beim letzten Mal bin ich nämlich einfach hier links reingelaufen und dann kamen sie plötzlich alle von hinten. Und das hat mich getötet. So, hier sitzt einer in der Toilette. Hallöchen. Zack. Und Ergo wieder zurück. Jawohl. Was? Den Loot haben wir auch. Easy. Perfekt. Ach ja, guck mal. Genau. Das ist doch großartig. Und ich muss nicht mal daran hinsitzen, aber ich mach's trotzdem. Okay, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo geht's denn hin? Ah, den Schlüssel habe ich nicht. Gut. Oder habe ich einen? Könnte sein, dass ich einen habe. Ja. Ich habe noch einen über gehabt. Denk an den Metallengel. Wir sind einfach auf einer Reise, die einen, die seinen Spuren folgt. Der Metallengel, okay. Jägeramulett plus 1. Lied des Tages, dem Taschendieb, der zu viel Du hast nicht mal eine Chance, das zu lesen. Der zu viel Vertrauen in ein Glücksspiel hatte, wurde das Herz gestohlen und er starb. Armer Taschendieb. Wait. Wir sind wieder in Grad. Nice. Einmal kurz da runterschauen. Ach, da sitzt der andere. Ah, hier ist zu. Ja, okay, da sitzt das Wesen, das ich nicht bekämpft habe. An dem bin ich einfach vorbeigelaufen. Bist du der goldene Engel? Große Gradausstellung 18XX. Erleben Sie die größte Show der Welt. Erleben Sie die Zukunft der Welt. Okay. Gut. Ah, das Trägeramulett. Warte, ich habe ja, glaube ich, sowieso das Trägeramulett drin, ne? Lebensamulett habe ich drin. Okay. Jetzt habe ich normales Trägeramulett und Trägeramulett plus 1. Das ist natürlich cool. So, jetzt ist es so, dass das hier keine spaßigen Gegner sind. Schnauze! Oh
Vor allem der macht richtig viel Schaden, aber der ist langsam. Oh, wo kommst du denn her? Kleines Hundi. Hinter mir auch noch einer. So, jetzt können wir zu dir kommen, ha? Huh? Darf nicht ausweichen, ne? Und krieg voll die Schelle mit. Aber dieses Mal erledigen wir den Großen. Falls ich nochmal hier vorbei muss, können wir, glaube ich, dran vorbeilaufen, wenn ich den Weg kenne. Aber jetzt muss ich mir erstmal den Weg erarbeiten. Ich weiß nämlich nicht genau, wo es lang geht. One Hit. Termit. Was ist mit dir? Nee, 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 nee. Ach was. Halt doch die Schnauze, ey. Ah, an so einem Pisskopf. Ich wollte die ganze Zeit den schweren Angriff machen, dass ich ihn kritisch killen kann. Und bin daran gestorben. Ah. No. Ach ja, den Loot da hinten. Boah, ey, das ist jetzt schon wieder so. Ach. Muss das jetzt sein, hier alles? Komm, wir machen mal die Kiste auf. Knappen uns den Loot. Gib, gib, danke. So, und weg hier. Tschüss. Oben sitzt einer. So, hier ist der Weg. Oh, die machen Störung. Also wenn jetzt wenn der Endboss Störung ist, ne? Ne, no chance. Keine Chance, dass ich das spielen werde. Das könnt ihr voll vergessen. Auf so Statuseffekt leiden bei einem Boss habe ich so keinen Bock. Das war gerade schon mit dem Säureboy schon genug. Ey, wow, was bist du denn? Wo geht's hier weiter? Muss ich hier hoch? Nee. Hier? Nee. Hallo? Wo geht's hier weiter? Hä? Ach ja, ist ja gut.
So. Tschüss. Jetzt geht die Tür auf. Okay. Dachte ich mir doch, dass es hier weitergeht. So. Weiter geht's. Hey. I don't suppose you're sorry. I've been on my own so long. My cell's pitch. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Was ist das hier unten? Korrosionsbeständigkeitskonverter mit großer Kapazität. Was? Attributswiderstand, Gewicht 11. Isolierungsstrahlung. Ja, keine Ahnung. Vielleicht komme ich nochmal zu dir zurück, ha? Hier gibt es halt eine Schaufel. Das ist auch witzig. Und ein Legionkaliber. Damit könnte ich natürlich das letzte Level machen. Ja, hat nicht. Märchen von drei Brüdern des Werkstattturms. Was ist das? Wow. Okay. Transportation base close to Krott's central station. Maybe that's why the puppets were so hell-bent on attacking the place during the frenzy. But I didn't see it myself. I didn't know the scale of it all. So let's add that earthquake to our list of strange and bizarre happenings in Krott and keep moving. Oh man, ey. Nerviger ging's nicht, ne? Dass ich jetzt hier so Störungszeug dabei haben muss. Ah, okay, da wird's weitergehen, theoretisch. Da oben. Bin mir jetzt gerade nicht so ganz. Okay, da ist die Tür. War hier jetzt noch irgendwas nach da hinten? Da oben ist doch noch was. Aber da ist in dem Fall nur so ein bisschen Loot-Bereich, wa? Ja, da geht's nicht weiter. Hier ist nur ein kleiner Loot. Und mehr nicht. Gut. Dann nicht, dann hier runter. Ups. Ausgewogenheitskurbel haben wir gekriegt. Na gut. Neblige Nacht, verlassenes Apartment. Let's go.
Nee. Oh, shit. Ich wollte einfach nur mal schnell vorbei, damit ich die Tür da aufmachen kann, dass ich nicht immer da links rum muss. Gut. Nochmal. Vor allem ist das ja super, ultra, mega nervig. Mit dieser Störung. Das ist ja so eine richtig miese Mistnummer hier. Die einen ständig hier nervt, ne? Hier nervt. So, ja, hier kann ich auf jeden Fall... Und vor allem sind das so dicke Typen, die richtig zuhauen können. Das ist halt auch so ein bisschen eine Nervsache. So, jetzt hat passt. Können wir hier aufmachen. Muss ich nicht mehr an denen da unten vorbei. Da unten steht noch ein bisschen was, aber ich habe gerade Gegner hinter mir. Deswegen gucke ich mir das später an. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich hier durch muss. Spezialreinigungsampulle, die sollte ich vielleicht mal ausrüsten, ha? Huh? Die werden bestimmt die Störung entfernen. Oh, hi. Wer bist du denn? Aua! Das ist nicht nett! Luch, ey. Ah, dann laufen wir an dem auch einfach vorbei. Ah. Bin ja auch kurz vorm Ende. Habe ich das Gefühl, dass ich bald durch sein müsste mit dem Spiel. Ich wollte mich eigentlich kurz da umgucken. Da, wo der mich jetzt gekillt hat. In dem Fall nicht. Wenn du so ein Nervbolzen bist. So, jetzt können wir hier, glaube ich, kurz mal schauen. Was steht hier? Man sagt, wenn Kristalle aus dem Boden auftauchen, ist das ein Zeichen für die... Für die Endzeit. Ist das Ende? Wir werden alle sterben, jeder weiß... Okay, wir haben es alle gelesen, weil so schnell können wir ja alle lesen. Es ist das Ende, wir werden alle sterben. Jeder wird sterben, steht da noch. War jetzt da oben noch was? Nee, ne? Es ging hier weiter. Und hier kam der Hässliche. Geht's da oben weiter? Wo geht's denn hier lang? Alter! Sowas, Mann! Ja, und hör halt nicht auf, ne? Hör einfach nicht auf! Och, an so einem Pissgegner. An so einem Pissgegner hier jetzt. Mmh.
Mag ich ja gar nicht. In so einem engen Raum eingesperrt sein mit einem, der die ganze Zeit einem durchgehend Kopfnüsse verteilt. Gut, es ist 2x3 Kopfnüsse, danach hat er eine Pause, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich hätte mir das Pattern auch angucken können, ne? Ey, Mann! Und dann drückt er mich so hart in die Ecke rein, ne? Das ist... Komm jetzt, tu was. Ich drück auch noch genau im richtigen Moment, aber es interessiert das Spiel einfach nicht. Ja, jetzt haust du auf einmal super langsam zu, ey! Ah! An so einer kleinen Pissschabracke, Mann! Verdammte Axt. Meine Reihe. Ich weiß nicht mal, wenn ich wüsste, ich würde ja einfach an ihm vorbeilaufen eigentlich. Aber ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Mann. Ey, come on! Was? Du bist noch nicht tot? Warum bist du nicht tot? Na bitte, endlich! Viel zu viel gebraucht für den. Viel zu viel gebraucht für den. Stargazer. Okay. Weiter geht's. Eingestürzter Werkstattturm. Ich sehe gar nichts Eingestürztes, ehrlich gesagt. Hey. Grüß dich. Ich habe mich natürlich nicht an den Stargazer gesetzt. Lol. Warum ist die Tür... Da ist die Tür. Okay. Braucht doch Heilung.
Kommt da hinten noch einer mit so einem dreckigen Maschinengewehr? Oh ja. Geil. Spaß. Ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Eingestürzte Straße. Neblige Nacht. Auf geht's, ab geht's. Gib mir mein Ergo. Lass mich vorbei. Wir wollen erst den Maschinengewehrboy. Hier ist gar nichts, oder was? Ah ja, du, genau, das war ja die Nummer. Die hören ja nicht auf zu schießen. Ah. Oh oh. Wie lange wollt ihr mir eigentlich hinterherlaufen? Alle drei auch noch. Ich weiß nicht mal, wo die Leiter hinführt. Ich müsste erst einmal runter, die Leiter, damit ich weiß, wo es da hingeht. Dreht ihr jetzt um? Du denn? Ach nee, Störung. Oh. Ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab's verstanden. Du hast ein kleines Messer dabei. Diese Bewegungen sind so komisch wieder. Ich hasse es in diesem Spiel. Ah. Ich finde den Rhythmus nicht, weil die Bewegungen so seltsam sind. Ah, nein, doch nicht jetzt. Ah, nein, doch nicht jetzt. Ah, nein, doch nicht jetzt. Ah. Immer, bei jedem verdammten Gegner. So, und jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich diese Leiter runtergemacht habe. Das ist doof. Das ist saudoof. Ah. Ach ja. Ja, genau. Es ist so eine Drecksnummer hier mit dir. Also Fernkämpfer, die dann so oft schießen können. In so einem Spiel. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. So, jetzt kurz gucken, wo landen wir hier, wenn wir hier runtergehen? Wo komme ich hier raus? Ach lol.
Okay. Nice. Ah, super. Also theoretisch ist ja dieses Angriffspattern von dem Boss ist ja ganz nett, ne? Weil du hast ja dann einfach eine halbe Sekunde mehr Zeit zum Parieren. Zum Blocken im richtigen Moment, ne? Theoretisch. Das Problem ist, dass ich das nicht gewohnt bin, so. Was ist das hier eigentlich? Das ist gar kein... Den muss ich den killen? Oder kann ich einfach die Tür aufmachen und gehen? Nee, darf ich nicht. Genauso dieses. Jetzt hat erst. Ach, jetzt. Nee, ach, ich lass mir doch noch eine halbe Sekunde Zeit für den Schlag, weil es ist ja sonst. Ich bin so gespannt auf Sekiro. Echt, ich bin so gespannt auf Sekiro, wie das da ist. Weil da geht's ja auch so viel ums Blocken. Kann man da auch gar nicht, man kann auch gar nicht weit genug weg. Nee. Ach. Und dann immer diese, dass man bei diesem Spiel immer immer das Gefühl hat, ich habe jetzt doch noch Zeit, aber man hat sie nicht in diesem Spiel. Und das Spiel vermittelt einem aber, ich habe noch ganz kurz. Einfach weil die Gegner so eine seltsame Mechanik haben, alle, durchs gesamte Spiel durch. Und ich habe mich immer noch nicht damit abgefunden. Mist. Es ist immer noch nicht bei mir im Kopf drin, dass man halt doch keine Zeit hat in diesem Spiel. Das ist... Ich krieg's nicht in meinen Kopf rein. Und das nervt mich jedes Mal wieder, wenn's passiert. Das ist so hart, ne? Ey. Drück. Nein, zu früh. Oh. Weil das so seltsam aussieht. Huch, was ist denn hier los? Grüß dich, Marius. Hi. Gar keiner da bei Lies of P. Ja, Lies of P ist immer schwierig. Außerdem ist die Uhrzeit. Ich habe heute früh angefangen. Aber jetzt bist du ja da. Schon wieder falsch gedrückt. Es ist unglaublich, weil die immer so ein Off-Ding haben. Die heben ihre Waffe, damit man auch genau erkennen kann, was für ein Angriff folgt. Brauchen aber dann länger, um den Angriff auszuführen. Ey, das macht mich gerade so wahnsinnig. Ich will aber dieses Spiel endlich abschließen. Das schleppe ich jetzt schon ein Weilchen mit und ich komme nicht zum Ende. So
weißt, was ich meine. Na, immerhin einer. Oder beziehungsweise... Ja, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich... Es ist ja eine nette Mechanik, dass man einfach als Kacknoob ein bisschen mehr Zeit hat. Aber ich bin's halt überhaupt nicht mehr gewohnt, so. Ich spiele viel zu viel Dark Souls. Wo das Ganze anders läuft. Ja, ja, diese Störung ist okay. Schau, wie lang die braucht, bis die zuhaut. Und dann denkt man, ja, ich habe noch Zeit. Aber nope, man hat keine Zeit. Ich krieg dieses Timing nicht raus. Immer so ein bisschen später und es ist so träge, wie sie zuhaut und das macht mich gerade absolut wahnsinnig. Extrem unrealistisch. Ja, die Bewegungen hier sind ja alle, also das ist mir ja direkt am Anfang bei den ersten, direkt beim ersten Gegner-Encounter, den man hier in diesem Spiel hat, habe ich mich darüber schon beschwert. Beim allerersten Gegner. Und es zieht sich durchs gesamte Spiel durch. Und dann haut sie auf einmal schneller zu und dann haut sie wieder direkt zu und es ist einfach so bescheuert. Keine Ahnung, wo sie da zuhaut, Mann! Dieses dumme Rumgefuchtel! Ach, fuck off. Ey, ja, hau halt zu, wenn du dein Schwert hebst und warte nicht noch eine halbe Ewigkeit. Voll ätzend, voll ätzend. Es gibt welche, die ihr Timing in ihren Combos switchen. Nee. Ah, ja gut, ich meine, wenn man's sehen kann und der Gegner entsprechende Animationen macht, dann ist das ja irgendwo okay. Ja, ich kann mir schon vorstellen, welcher zum Beispiel. Es gibt bei Sekiro irgendwie so eine alte Lady mit einem Katana, glaube ich. Da habe ich mal was gesehen, aber auch nur einen Ausschnitt bei
Game 2. Ey. Kannst du bitte nicht so dumme... Das ist saukacke. Wie 100 Jahre und dann doppelt und dreifach und wieder nicht mehr und dann wieder schnell und wieder langsam. Es ist doch so was Dummes. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Lass mich halt ja auch mal heil. Du haust doch schon die ganze Zeit so richtig behindert zu, ey. Was ist das? Also ich bin hier heute nicht rangegangen mit der Vermutung, dass es mir so hart auf den Sack geht. Ja, das muss man einfach lernen, sagst du, ne? Ja. Cooler wäre es, wenn man es auch sehen könnte am Gegner. Wenn ich einfach sehen würde, okay, jetzt haut er zu, aber leider... Ey, so eine dumme... Also bei Puppen kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen, dass die quasi einen Mechanismus haben, der sich aufzieht und dann der Schlag kommt. Aber nicht bei Gegnern, die keine Puppen sind. Ich... Es gibt keinen Indikator. Was? Das ist dann aber, also das ist dann einfach nur, das ist einfach nur Schikane. Das ist ja dann kein gutes Gegnerdesign. Es gibt schon Bosse, die sind einfach nicht cool, ja. Also ich meine, hier sehe ich ja, dass der Angriff, wann er kommt, ich muss einfach halt wissen. Zebal, grüß dich, hi, da kommen sie langsam. Wir beinahe 2 Stunden mit mir selber geredet. Aber das bin ich gewohnt und das ist auch in Ordnung so. Deswegen, das muss man auch können. Was war das jetzt für ein Move? Nee, warum drücke ich 2-mal auf Heilen? Das war jetzt Quatsch. Ah, und dann dieses lange nach hinten zittern. Ah, wie ich es hasse, diese Off-Timings bei so Attacken, ey. Es ist so unnötig, ne? In diesem ganzen Spiel bei
So gut wie allen Gegnern ist jedes Timing scheiße. Oh, was ist das denn jetzt? Ach nee. Das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Oh, es reicht ja nicht, dass sie so ein seltsames Timing hat. Nee, sie muss sich auch noch verdoppeln. Ich habe ja jetzt nicht erst diese Woche gegen so ein Doppler gekämpft, ey. Ich hab doch erst so einen Doppler hinter mir, Spiel! Nicht schon wieder! Nein! Oh Gott. Die Sullivan-Videos sind noch nicht mal ganz veröffentlicht auf YouTube. Nein, lass mich dich doch blocken! Oh, du brauchst so lange zum Zuhauen, so lange! Und ich drück die Taste und bin im falschen Film! Ah! Entschuldigung. Ich glaube, jetzt habe ich den Controller kaputt gemacht. Der war eh alt. Ich habe einen neuen gebraucht. Mal gucken. Nee, geht noch. Tasten gehen auch noch alle. Die Xbox-Controller sind einfach unzerstörbar. Hepp, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid. Der macht mich kirre, dieser Gegner. Ich hasse sowas. Und dann doppelt er sich auch noch. Ich habe doch erst einen Doppler gekillt am Montag oder am Dienstag. Ich glaube, am Montag war es, ne? Nee, am Dienstag. Ach, keine Ahnung. Wie lange er braucht für diesen Schlag und für den und wie spät diese Schläge kommen. Es ist so ätzend. Hallo. Willst du nicht noch öfter hauen, damit ich sterbe? Ja, perfekt. Hey, komm. Alles easy. Oh, Mann. Ich hau dich, nein, doch nicht, jetzt hau ich dich. Ich hau dich, nein, doch nicht, jetzt hau ich dich. Ich hau dich, nein, doch nicht, jetzt hau ich dich. Oh. Ah, nein, jetzt. Ah, nein, jetzt. Ah. Beruhig dich. Immer mit der Ruhe. Einmal. Alles gut. Der Gegner ist nicht so hart. Es macht Spaß, ihn zu killen. Es macht Spaß, ihn zu lernen. Auch wenn er das schlimmste Off-Timing hat, das die Welt gesehen hat. Hallo, ich drück doch die Taste zum Verteidigen, ich drück sie doch!
Nein, doch nicht jetzt. Nein, doch nicht jetzt. Nein, doch nicht jetzt. Nein, doch nicht jetzt. Ihr seid in den perfekten Moment übrigens reingekommen, Leute. Ihr müsst mich leiden sehen, ganz übel leiden sehen. Und ich reg mich darüber auch gerade tierisch auf. Mich regt das auf. Ich hab super... Mir steht's bis oben hin. Und ich versuche den ja noch nicht mal lange. Ja, hallo! Oh Mann, ich drück doch die Taste! Und ich versuche sie im richtigen Moment zu drücken, aber du schlägst so spät und seltsam zu! Ich hasse das! Das Spiel ist schon seit Anfang an! Seit Anfang an, alle Gegner haben so ein beschissenes Dreckstiming! Sie wartet sogar nach der Drehung. Sie dreht sich und wartet nach der Drehung noch eine Viertelsekunde, bevor sie haut. Es ist so unfassbar dumm. Sie dreht sich, ist eigentlich im Schwung. Egal was, welches auch immer, Wesen oder Mechanik oder sonst irgendwas. Wenn du Schwung hast aus einer Drehung, kannst du nicht plötzlich anhalten und dann kurz warten mit deinem Schlag. Ey, es ist so bescheuert. Egal, ob du ein Mechanismus bist oder ein Lebewesen, aus der Drehung heraus so hart anzuhalten, ist richtig übel. Kostet ganz viel Verschleiß. Geht auf die Gelenke. Auf die Zahnräder und Zahnriemen, auf alles, egal was du in dir hast, würde ich nicht machen. Nicht empfehlenswert. Vor allem, wenn sie sich um die eigene Achse dreht und unten keinen Widerstand hat, der sie anhalten kann. Wie soll denn das funktionieren? Dänzt sich einen ab, ey. Ach, komm her. Ja, der geht wieder zu spät. Er braucht wieder eine Sekunde länger, als man überhaupt... Ey, also echt... Ey, wie lange sie rauszögert! Es ist so kacke.
Ey, und dann, also... Oh. Komm. Ja, machen wir noch ein paar Ründchen, ha? Machen wir noch ein paar Ründchen. Ich habe mich jetzt genug beschwert, jetzt wird einfach nur gedrückt und akzeptiert. Ich habe mein Schicksal akzeptiert. Ich habe mich genug beschwert und mir wehgetan. Und dem Controller auch Schaden zugefügt. Schon lange nicht mehr so aufgeregt, tatsächlich. Das ist schon etwas länger her, dass ich dann auf den Controller mal geprügelt habe. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, Lies of P hat mich schon öfter dazu gebracht. Dark Souls tatsächlich weniger, oder? Weiß es gar nicht. Ey! Danke für den Sub. Sepp, vielen Dank. Dankeschön. 3 Monate auch schon, ey. Also war relativ früh dabei gewesen, ne? Ich mach das ja jetzt erst seit... Also die ganze Souls-Sache seit 3, 4 Monaten? 5? Ne, 5 sind's jetzt. 6. Dezember. Ende Dark Souls 1. Ja, stimmt, ey, krass. Bin aber schon relativ weit gekommen, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass ich viel, viel länger für manche Dinge brauche. Vor allem für Dark Souls und so. Ja, Dark Souls 3 ging auch viel, viel schneller, als ich gedacht habe. Also, da bin ich echt erstaunt. So, jetzt machen wir noch ihren Dolch kaputt. Und dann wird geprügelt. Ey, lass mich da... Ey! Oh nee, sie hat wieder eine ganze Waffe, ne? Aha, easy. Ah, shit, aber der Dolch, war der jetzt kaputt? Nee.
Welches From Software Spiel? Ja, die Leute hängen länger an Pontiff oder Aldridge. Pontiff? Ach so, der Sullivan oder Sullivan. Der gute Sully. Oh, den fand ich eigentlich relativ angenehm, tatsächlich. Und Aldridge fand ich jetzt auch nicht so krass. Also, weiß nicht. Wie gesagt, also die Drachentöterrüstung und die Zwillinge, die Prinzen, die fand ich irgendwie, die waren schwieriger für mich. Und welches From Software spielst du als nächstes? Ja, tatsächlich werde ich mit Elden Ring anfangen. Und nebenher vermutlich, also sobald ich Dark Souls 3 fertig habe, fange ich relativ zügig fertig für mich habe, also die das Spiel geschafft habe, also beendet habe, den Endboss besiegt habe, dann fange ich mit Elden Ring nebenher an, mache aber noch die ganzen Dark Souls DLCs. Und neben Elden Ring gibt's dann auch noch die ganzen fehlenden Bosse aus Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Weil da fehlt ja auch noch ein bisschen was. Ich will ja alle Bosse besiegen auch noch. Oh, das war jetzt gemein. Ey, sie hat dieses Timing hier manchmal, ist so ätzend. Na, Mist. Fuck. Hat leider nicht gereicht. Kannst du bitte... Warum komme ich... Vorhin ging's doch so gut und jetzt komme ich wieder nicht rein, ey. Das gibt's nicht. So ein, zwei Versuche gebe ich mir noch. Die hat mich ziemlich schnell in den Wahnsinn getrieben, die gute Dame. Und jetzt bin ich aber so, ja, jetzt ist mir auch egal. Keine Ahnung, es ist mir tatsächlich egal. Ich habe mich hart aufgeregt. Also was heißt egal ist es mir nicht? Nein, ich bin, das ist so schwer zu beschreiben immer, dieses Gefühl. Ich habe jetzt so einen... Die Wut ist aus mir raus und jetzt, ich hab's akzeptiert, dass sie ein bisschen scheiße ist. Und jetzt wird gekämpft. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Mist, den hätte ich treffen müssen eigentlich, den Block.
Der wäre wichtig gewesen vorhin. Jetzt ist nicht mehr so wichtig. Ey, stopp, 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 stopp. Jetzt kriege ich es wieder nicht ran. Das Timing, das ist doch zum Kotzen. Was ist denn jetzt wieder los? Ach ja, genau. Jetzt macht die andere, währenddem die mich angreift. Ey, komm, ist gut jetzt, Mann. Oh, dieses Off-Timing wieder. Es ist unglaublich. Ich hasse das. Dass die warten mit ihren Angriffen, Mann. Das ist voll scheiße. Aber das, ja, wie gesagt, das ist bei Lies of P schon seit Anfang an. Von der erste Gegner, den man begegnet, der lädt sich schon seltsam auf. Wo man dann denkt, hä, okay, ja gut, das ist eine Puppe, die schlägt halt so zu. Aber es ist halt nicht nur, es sind halt nicht nur die Puppen, es sind halt auch, wie man hier sehen kann, Gegner mit... Gib mir das jetzt. Danke. Hallo, ich drück doch, Mann! Ich drück doch im richtigen Moment! Warum klappt denn das nicht? I'm Liz Kai. Servus. Grüß dich. Ah. Danke fürs Einschalten, Leute. Schön, dass ihr da seid. Auch wenn ich mich hier gerade so furchtbar aufrege über diesen Gegner. Schade. Da sahst du an deinem ersten Run auch ein bisschen. Ja, das Problem bei mir ist einfach dieses Off-Timing, das der hat. Dass der mit seinen Angriffen, es sieht aus, als würde er angreifen. Also er holt aus. Und dann wartet er aber noch eine halbe Sekunde und macht dann erst den Schlag. Und das ist halt so, oh, muss das sein? Oh, ich hasse das. Hau mich ordentlich. Nicht wie ein Mädchen. Mist. Shit. Ärgerlich. Lass mich doch heilen wenigstens und dann kurz.
Alter, leck mich am Arsch. Ich will nicht mehr. Ich will, dass es zu Ende ist. Ja, hau mich nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Ich hätte mich vorher heilen sollen. Scheiße, das war jetzt dumm. Ich komme halt nicht gut rein, weil es mich wahnsinnig aufregt. Ich bin kein Freund. Oh, der Dolch ist kaputt. Das ist gut. Ja, aber nicht, wenn ich draufgehe. Ich bin kein Freund von sowas. Wenn ich einen Gegner anschaue und der macht einen Schlag und er wartet dann aber mit seinem Schlag und ich drücke deswegen, weil es aussieht, als würde er hauen, im falschen Moment die Verteidigentaste, dann ist das ein bisschen assi, finde ich. Und das gleiche Problem in Dark Souls 1 zum Beispiel, ist das mit dem Parieren mit dem Schild, ist so geil. Da weiß ich genau, welcher Moment das passt. Das sieht richtig aus. Aber das haben sie in den anderen beiden Dark Souls Teilen plötzlich verkackt. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Aber in Dark Souls 2 und 3 ist das Parieren plötzlich das Schwerste der Welt. Vom Timing her. Man kriegt einfach das Timing nicht mehr richtig hin. Man sieht zwar, okay, und dann drückt man in dem Moment, in dem man denkt, okay, jetzt müsste es passen, aber dann passt es nicht. Ah, Twitch bleibt dran, es geht gleich weiter. Aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.